Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 4. Wir kommen weiter in die Höfe der Morgenröte. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Hier ist wieder eine Vision wahrscheinlich. So neugierig. Ihr wollt wissen, warum ihr verschont wurde? Ja. Vertraut ihr mir? Ich möchte es. Gut. Für den Moment müsst ihr nur wissen, dass wir meinen Sohn treffen werden. Ratma, den ersten Totenbeschwörer. Das ist er. Und vieles mehr. Er ist der Schlüssel für mein Vorhaben. Okay. Es klingt, als würden sie nach Liliths Sohn Ratma suchen. Gemeinsam. Mutter, was denkt ihr? Ist das unser erster großer Boss? Ich habe kaum noch Mut. Ich geh gleich alles daher, ne? So, was haben wir hier drin? Mal wieder aufheilen. Gehen wir mal rechts, oder? Du hast da gar nichts beschwören da. Okay, da ist jetzt schon ein bisschen mehr zu tun immer. Ja. Bleibst du da? Totem der Urahn. Okay. In der Extra, es ist so schwer hier irgendwie zu moderieren oder so, ne? Weil ich bin die ganze Zeit so angespannt und konzentriert. Bei diesen Kämpfen, und es ist ja wirklich ein Kampf nach dem anderen. Es ist ja fast keine Pause dazwischen. Seht ihr, die Möpse stehen hier an jeder Ecke. Zuhauf. Ah, bis dann. Und das weg. Oh Mann, oh Mann. Mal kurz durchschnaufen. Sofern das geht. Ich gehe gerade bewusst immer nach rechts, ne? Ja.
kam das Mädel hier mit. Also das Vögelchen. Ich bin jetzt hier ein bisschen weiter. Alleine wäre das schon relativ knackig hier. Wir spielen übrigens auf Veteran. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Und jetzt sicher gleich wieder so ein Dicker, ne? Also zusammensammeln. Ich glaube, in Diablo 2 ging es ja auch, dass man seinen Begleiter ausgerüstet hat. Warte mal, da ist ein Heiltrank. Lass mich das kurz mal schauen. Kann ich sie auch irgendwie? Kann ich irgendwie... Nee. Ich kann ihr nichts geben, okay. So, was haben wir? Ein bisschen besseres Zeug haben wir mittlerweile wieder bekommen, ne? Boah, der Helm schaut geil aus. Ein Ring? Ein Ring. Sie zu knechten. Okay. Bessere Stiefel. Ihr seht es auch von den Farben her. Es ändert sich jetzt immer. Ja, wie besser dass das Zeug wird. Und offensichtlich sind wir richtig gelaufen. Wieder versperrt. Weiß Lilith, dass wir kommen? Wahrscheinlich. Ohaska. Ich muss warten. Gegen, okay. Ihr habt eure Furcht überwunden. Doch ich spüre noch euren Schmerz. Oh. Ihr vermisst eure Tochter. Töchterchen. Mein Vögelchen. Sie hat sicher furchtbare Angst. Geht oder bleibt. Es ist Zeit, sich zu entscheiden. Ich habe sie gut ausgebildet. Sie ist ein gutes Kind. Stark. Sie wird zurechtkommen. Sie. Ihr habt eine weise Wahl getroffen, mein Kind. Um zu Ratma zu gelangen, müssen wir den See am Fuße dieser Ruinen überqueren. Das erfordert ein Ritual. Ich bringe es euch bei. Wie ihr wünscht, Mutter. Gut. Ihr seid bereit für die erste Lektion. Blut ist der Schlüssel. Okay. Was ist sie gerade jetzt? Was habt ihr diesmal gesehen? Ihr müsst mich nicht schonen. Sagt es mir. Lilith hat vor, eurer Mutter ein Ritual beizubringen. Eines, das Blut erfordert. Eure Mutter wirkte empfänglich. Wir müssen zu ihnen. Wie kann ich die Waffen wechseln? Ich weiß es leider immer noch nicht. Ups. Wie kann ich die Waffen wechseln? Kann man das wer bitte schreiben?
würde mich nämlich auch gern dann auf irgendeine Waffenart oder Waffen... Ja, sicher Waffenart spezialisieren. Komm, Vögelchen. Ich bin noch nicht bereit. Im Endeffekt ist das hier ja nur Durchschnitzung, ne? Bis jetzt. Ein See am Fuße. Geh mal runter. Ich bin noch nicht bereit. Heiltrank, ganz wichtig. Hier will ich. Muss gerade sein. Ich werde nämlich sonst die ganzen Goblins hier wieder neu. Und das wollen wir natürlich auch nicht, ne? Das wäre dann so eine Neverending Story. Irgendwo wieder ein Dicker. Also ein Dicker, ein großer Schamane. Ich glaube, das Schild müssen wir auf jeden Fall weiter ausskillen. Das Skilltree. Und da sind wir Stufe 11. Sehr schön. So, wo war das Schild? Eisenhaut, da. Schreit gerade meine Katze. Ich hoffe, sie weckt mir das Kind nicht auf. Schrecken. Hier die ganze Zeit die Hintergegner so zwischen spammen, ist aber schon mal so gemein. Findet ihr nicht auch? Ja. Also ich weiß zumindest, eine von euch, der sich das anschaut, hat Spaß dran. Hehe. Okay, Katzi. Wenn ich leide. Der Succubus. Das müssen wir gleich noch lesen. So, was stand hier? Wie albern jetzt meine geistlosen Fantasien von gestern erscheinen. Ich glaubte an die Horadrim, doch ich wurde getäuscht. Mit ihnen als unsere Streiter können wir kaum überleben. Doch Lilith wird uns zum Sieg führen. Mein ganzes Leben lang war ich auf der Suche, doch ich war es, die gefunden werden musste. Ich vermute mal, das sind irgendwie Notizen ihrer Mutter. Ja, interpretiere ich das jetzt momentan. Also ein Dungeon kann sich schon ganz schön ziehen, ne? Haben wir schon dritte Folge hier drin, glaube ich. Oder zweite? I don't know. Auf jeden Fall länger wie eine. Wir gehen hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Ihn hier gleich wegmachen. Ich
hier noch was? Nope. Heil mich halt immer gleich ein bisschen voll, ne? Aber wir sind offensichtlich richtig. Diese Barriere. Es scheint die gleiche Art von Magie zu sein wie vorhin. Dämonen nahen. Wir müssen hier durch. Ich glaube, ich kann sie bannen. Das heißt, wir müssen sie jetzt einfach hier mal kurz verteidigen. Zermalma. Okay, wir hauen auf jeden Fall ordentlich rein, ne? Gut. Boah, stresst mich das Spiel gerade. Klagendes Ufer. Welch süßer Geschmack! Lilith bat mich um Hilfe bei einem Ritual. Die Opferung eines Priesters der Eskorte. Er wehrte sich nicht. Er betete einfach, während wir sein Blut nutzbar machten. Vergebt meine Handschrift. Ich zittere noch immer. Macht tänzelt über meine Knochen. Jetzt wandle ich auf dem Pfad unserer Schöpferin. Okay. Und wir wollen sie irgendwie retten, oder? Nie genug Blut. Nie genug Blut. Ich folge euch bis zum Ende von Sanctuarium, Mutter. Ein toter Priester, eine tiefe Wunde an seinem Hals, ließ sein Blut entweichen. Priester. Er muss zur Eskorte gehören, die Vigo geschickt hat. Er wurde völlig ausgesaugt. Was hat sie getan? Es war deine Mama, Vögelchen. Da ist sie. Geht voraus, ich halte euch den Rücken frei. Mutter? Mireille, du kommst gerade rechtzeitig. Sie braucht Hinter Blut. Diesem See liegt die Nekropole der Erstgeborenen, ein Hort der Magie und des Wissens. Ich habe Lilith den Weg geöffnet, doch konnte sie nicht begleiten. Mir fehlt das göttliche Element, verstehst du? Nicht? Doch, ich kann es finden. Ich bin so nah dran. Ich brauche nur... Mutter, hör auf! Sieh nur, was Lilith dir angetan hat. Du schreibst mit deinem eigenen Blut. Mein kleines Vögelchen, sie hat mich erweckt. Sie hat mir Dinge gezeigt. Dinge, die ich nicht einmal in Worte fassen kann. Sobald ich fertig bin, wirst du es verstehen. Mir ist egal, was sie dir gezeigt hat. Bitte, lass uns einfach von hier verschwinden. Oh, okay. Ich verstehe. Ja, schlaues Vögelchen. Du willst mich weglocken, um alles für dich zu haben. Das ist meine Entdeckung, nicht deine. Ich werde diese Runen mit deinem Blut... Da haben wir unseren Boss, ne? Ich weiß halt nicht, was ich gerade hier tun muss. Ich
ist immer noch immun. Was kommt jetzt? Okay. Ich bin noch nicht bereit. Boah, scheiße, ich bin fast down. Ich hab fast keine Heldrunke mehr. Oha. Wo ist er denn? Da ist er. Okay, muss nur überleben. Da kommt es, genau in dem Moment. Ach du Kacke. Leute. Das kann ich nicht benutzen. Dann von vorne, ne? Dann von vorne. Sorry Leute, ich bin voll angespannt an dieser Chap. Einen Muskel nehmen. Die halt da auch die ganze Zeit in den ganzen Scheiß drinnen, ne? Leute. Nächste Welle. Oben durch, der hat uns vor allem ziemlich reingehaut, ne? Oh Mann, ey. Jetzt habe ich meine Sonderfertigkeiten einfach auch ein bisschen schlecht gewählt. Spotte, da kommt immer neue. Weiß ich nichts.
er eh. Ich sehe halt in dem ganzen Getümmel gerade fast gar nichts mehr. Haut halt da einen nach dem anderen raus. Ich habe keine Tränke. Ich habe keine Tränke mehr, schon wieder nicht. Scheiße. Gib mir Tränke. Oh, gib mir Tränke. Fuck. Okay, wir müssen die Höllen da hauptsächlich wegmachen. Wir geben ihr die Energie. Die kommen nicht weg. Hier. Ich habe keine Tränke. Ich habe schon wieder keine Tränke mehr. Wow, Leute. Mir läuft der Schweiß jetzt runter. Das tut mir leid, Vögelchen. Ihr habt mich beschützt. Ich will euch nicht hassen. Ich versuche es. Wirklich. Lilith wird für das bezahlen, was sie getan hat. Wir brauchen also gesegnetes Blut. Kehrt zu eurer Prava zurück. Holt euch euren Segen. Bettelt, wenn ihr müsst. Was immer nötig ist. Meine Mutter hat dieses verdammte Ritual begonnen. Ich werde es vollenden. Trefft mich im Mistralwald. Warum dort? Die Horadrim haben dort eine Schatzkammer versteckt. Sie widmete ihr Leben der Suche danach. So viel dazu. Vielleicht hilft das beim Ritual. Wenn nicht, kann ich sie wenigstens dort begraben, wo sie es gewollt hätte. Ich brauche Zeit. Es tut mir leid. Lasst mich einfach. Nun gut, ihr Lieben. Das war's für diese Folge. Ich sage vielen, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ciao, Baba. Euer Marito.